Samstags ist in der Regel schon lange keine Schule mehr, doch das Agricola-Gymnasium machte am 25. Januar eine Ausnahme. Zwar stand kein Unterricht auf dem Plan, zu lernen gab es dennoch einiges, zumindest für jene, die noch nicht auf das Gymnasium gehen. Und das in dieser Form nicht zum ersten Mal. Wie viel der Tag der offenen Tür ist das heute? Da muss ich nachdenken. Aber ich denke, unser Gymnasium besteht in dem Gebäude schon 20 Jahre, dann wird es auch der 20. Tag der offenen Tür sein. Wie wichtig ist so ein Tag der offenen Tür für die Schule, für eventuell zukünftige Schüler? So ein Tag der offenen Tür ist für jede Schule sehr wichtig, denn um die Schüler konkurrieren viele Schulen, öffentliche Schulen, Schulen mit speziellen Inhalten, Schulen in privater Trägerschaft. Und da will sich natürlich jede Schule ins rechte Licht drücken. Und aus dem Grunde präsentieren wir auch unsere Aktivitäten, zeigen unsere Fachbereiche, die wir haben. Wir stellen unsere Partner vor, die mit uns zusammenarbeiten, um so den Eltern ein gutes Bild von unserer Schule zu verschaffen und so den Eltern auch zu erleichtern, die richtige Wahl für ihr Kind zu treffen. Neben Informationsveranstaltungen für die Eltern gab es eine Theateraufführung in der Aula zu sehen und natürlich hatte jeder Fachbereich seinen Raum, um zu zeigen, was es dort unter anderem zu lernen gibt. Wie reagieren die jetzigen Schüler auf solche Tage? Ist dort viel Bereitschaft da, um so einen Tag zu gestalten? Ja, ich muss sagen, dass sich sehr viele Schüler dafür interessieren, dass wir auch Schüler haben, die vielleicht auch unter Umständen nicht teilnehmen können, weil es am Wochenende stattfindet und die Möglichkeit nicht besteht, weil die Eltern verreisen, Schüler da Bedauern ausdrücken. Und besonders begeistert sind auch vor allen Dingen die Schüler der 5. und 6. Klassen, die hier Viertklässler durchs Gebäude führen und das mit viel Enthusiasmus in den Laden machen und ganz stolz sind auf das, was sie da leisten. Doch im Gymnasium soll es nicht nur um die Theorie gehen. Um für das Leben zu lernen, ist Praxis immer wichtig. Wie wichtig ist so eine Zusammenarbeit mit den regionalen Firmen? Die Zusammenarbeit halten wir aus vielerlei Hinsicht für äußerst wichtig. Einerseits ist ja die Ausbildung am Gymnasium fast eine theoretische Ausbildung. Und wir sind dankbar, wenn wir den Schülern Kontakte mit Betrieben vermitteln können, sodass man auch sieht, dass es einen ganz anderen Teil als die Theorie, sondern die Praxis gibt. Die Zusammenarbeit mit den Betrieben ist noch deswegen wichtig, weil die Schüler sich beruflich orientieren müssen. Und da leisten die Betriebe einen großen Teil, aber natürlich auch die Universitäten und Hochschulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Zurzeit lernen 500 Schüler dort. Damit ist es ein relativ kleines Gymnasium, aber das hat auch Vorteile. Die Schule hat in den letzten Jahren ein besonderes Profil erhalten. Einerseits versuchen wir zunehmend mit Partnern zusammenzuarbeiten und so die inhaltliche Breite zu verstärken. Andererseits sind wir in den letzten Jahren eine Ganztagsschule geworden. Das heißt, wir betreuen Schüler auch über die Unterrichtszeit hinaus. Ich denke, wir entlasten dadurch die Eltern und geben den Schülern die Möglichkeit, einerseits hier zu lernen, ihr Gelerntes zu festigen und bieten auch eine sehr große Breite an Freizeitaktivitäten, an Arbeitsgemeinschaften und einfach auch Freizeit zu gestalten, und wenn das Fußballspielen auf unserem Rasen ist. Der Einzugsbereich des Agricola-Gymnasiums ist aufgrund der ländlichen Lage sehr groß. Dieser reicht von Zurbau bis Deuben und Kistritz. Einer der Partner der Schule ist die MIPRAG. Welche Früchte diese Zusammenarbeit brachte, sehen Sie in der kommenden Sendung.